Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Skyrim Rollenspielprojekt. Genau, mit den tollen Mods, mit den NPCs und alles. Wir sind hier in der nein, in der normalen Akademie, also der Zauberakademie, angekommen und jo. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Oh. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Okay, ich habe jetzt gerade nochmals die Questlogs durchgeschaut, was wir für so viele Quests haben. Und dann ist diese blöde Akademie da. Wo natürlich ja die Akademie von Winterfeste, glaube ich, ja, Winterfeste. Okay, was ist es hier für ein Oh, Ort? Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Ja. Dies ist die Akademie Genau. von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier im Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Ja, das brauchen wir auch. Die Gegner sind recht schwer. Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet: Warum seid ihr hier? Habe ich doch gerade gesagt. Kann ich der Akademie beitreten? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Uff, ein bisschen Schutz. Ja, okay, das erste, oder? Ja, ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Ja, ich stelle mich der Prüfung. Ausgezeichnet. Der Magierlichtzauber ist für jeden nützlich, nicht nur für die, die sich auf Veränderung spezialisieren. Könnt ihr einen auf das Siegel im Boden wirken? Ich habe den noch nicht. Diesen Zauber kenne ich noch nicht. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Ja, das geht Oder noch. ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer im Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Nee, ich bin gerade ein bisschen unter Druck. Hier, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Also immerhin, jo. Also dann Magierlicht, ja. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Jo, das sieht man. Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Okay, gerne. Ja, mehr Flammen und Heilung. Tun jetzt mal wieder so kämpfen, wie wir sonst kämpfen, so. Und ja, das ist einfach so ein kleines Licht, das man überall hinklatschen kann, scheinbar. Und dann einfach zeigt. Aha. Oh. Cool. Machst du das? Ja, sie darf einfach mitkommen, sie ist Begleiterin. Dina. Dienerin, um genau zu sein. Oh, schön. Wunderbar. So, aber hier geht der Wind. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, sonst werden wir weggeweht in den Abgrund. Oh. Mach mal ein bisschen vorwärts. Ich habe kalt. Der kalt. Okay, danke. So, also, jo. Ja, vielleicht ein Schutzzauber noch hier. Ja, da sind noch ein paar Leute. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen.
Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Okay, Talmor. Hm. Willkommen an der Akademie. Ja, willkommen. Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ja. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution in Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Akaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Okay. Jetzt aber nicht mein Problem. Dankeschön. Da wollen halt irgendwelche Leute nicht unbedingt, dass jemand an der Macht ist. Hallo. Okay, das sagt nichts. Ich möchte nur Magie lernen, das ist alles. Keine Quests machen. Also hier nicht. Unsere Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Die Sau raushalten. Okay. Ja, wir müssen einfach besser werden in Magie und das ist der beste Ort, aber wir sollten uns jetzt nicht so aufhalten. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald. Wir müssen ja auch lernen. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Okay, rechts rein und dann rechts. Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Okay. Oh, sogar ein Buch. Oh, eine Ziege. Da müssen wir wahrscheinlich einfach wieder zurück, genau in den Ort, wo wir waren. Sie macht extra noch einen fetten Bogen. Oh. Gehen wir schon mal raus. Aua. Hey. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdier haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Oh, cool. Jetzt sitzt er dort. Ein bisschen mehr. Ja, Dunkelelfen sind jo. Ja, die nicht so Gutes haben in Winterfeste. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Okay, mach einen Rundgang durch die Akademie von Winterfeste. Lass dich von Dürfte einlassen. Jo, ich habe hier noch einen gesehen. Hallo. Ah, das ist auch keiner. Okay. Dann wären wir bereit. Aha. Okay, hier ist ein Durchgang hier. Tor. So. Mal gucken. Willkommen. Willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum, zu verstehen,
dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Ui. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Sicher, nein. Ich denke, wir sollten was Praktisches lernen. Ach ja? Seht ihr? Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Ja. Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Haben wir nicht einen gehabt? Nein, wir haben noch keinen gehabt. Okay, das war vielleicht vorher. Ich kenne keine Schutzzauber. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ja, ich muss zuerst ausrüsten. Machen wir mal mit einem. Ja, es geht gut. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Prima. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Okay. Bevor ihr fragt, ja, bei meinen Vorfahren hat Magie immer eine große Rolle gespielt. Und nein, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich weiß, dass es in Winterfeste einst von meiner Art wimmelte. Und nein, es macht mir nichts aus, dass sie nun alle fort sind. Ist damit nun alles geklärt? Ja, ich habe ja auch nichts dagegen. Wir haben uns einander noch nicht vorgestellt. Nein, das stimmt wohl. Brelina Marion aus dem Haus Telvanni. Ich bin seit langer Zeit die Erste in meiner Familie, die Morrowind verlassen hat. Okay. Jetzt bin ich hier, um Beschwörungen zu studieren. Das ist wichtig. Ah, cool. Wollte ich auch, aber eher auf Druidenart. Nur eben, ja, der Mod funktioniert irgendwie nicht so. Wisst ihr etwas über Sata? Eigentlich nicht. Nur, dass es sehr, sehr alt ist. Ich glaube, es war eine der ersten Städte der Menschen in Tamriel. Gefällt es euch hier an der Akademie? Bislang schon. Und sei es nur, weil mir niemand sagt, was ich alles erreichen müsste. Ich will nur lernen und nicht darüber nachdenken, welche Erwartungen andere an mich stellen. In Winterfeste lebten viele Druidenelfe. Habt ihr das nicht gewusst? Vor der Oblivion-Krise haben viele Elfen in Winterfeste gelebt. Und noch mehr haben jedes Jahr die Akademie von Morrowind besucht. Danach hat das Misstrauen gegenüber der Magie vielen das Leben schwer gemacht. Manche gingen fort, weil sie den wachsenden Hass der Nord nicht mehr ertragen wollten. Andere sind nach dem Roten Jahr, als Fadenfell ausbrach und große Zerstörung verursachte, wieder heimgekommen. Winterfeste selbst ist in den Jahren zwischen damals und jetzt gestorben. Geblieben ist nur noch eine leere Hülle. Eigentlich ist nur die Akademie noch übrig.
Okay, danke. Also gut. Hast du nicht irgendwie... Dies ist einer der sehr wenigen Orte, wo ihr eine ordentliche Ausbildung in den verschiedenen Schulen der Magie erhalten könnt. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Gibt es Akademie-Gelegenheiten, bei denen ich mithelfen kann? Aber sicher. Ich habe noch einen Kunden. Er will, dass ich etwas verzaubere. Ihr könnt es für mich abholen, wenn ihr wollt. Okay. In Ordnung, das kann ich für euch machen. Also gut. Beeilt euch bitte, ja? Für die Akademie ist das eine gute Möglichkeit, etwas Geld zu machen. Ja. Hier, Name und Aufenthaltsort des Kunden. Ich brauche eine Verzauberung. Ach, ihr bekommt das schon hin. Wenn nicht, hat Urak vielleicht ein Buch parat, das ihr lesen könntet. Nichts für ungut. Gern geschehen. So, könnt ihr mich in Verzauberung unterrichten? Hier seid ihr an der richtigen Stelle. Ich werde euch gerne unterrichten. Okay, das sind einfach die Levels. Aber irgendwie Verzauberung sonst. Bis zum nächsten Mal. Nicht so viel, hä? So, die anderen sind wieder weggegangen. Okay. Können wir eigentlich hier hoch? Ah, das ist das Arcanium, genau. Sehr gesagt. Mal schauen, was hier oben ist. Aha. Okay, die andere Treppe kommt auch hier hin. Ein paar coole Bücher. Aha. Jo, Sorans Tagebuch, das lese ich am liebsten, am besten nicht. Telekinese-Pfeil. Ja, sieht uns. Okay. Ja gut, müssen wir noch besser werden. Oder einfach warten, bis er weggeht. Ihr seid nun im Arcaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arcaneum und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nee. Nun, braucht ihr Hilfe? Gibt es Akademieangelegenheiten, mit denen ich helfen kann? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Oh. An gefährlichen Dingen bin ich nicht zu interessiert. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Okay. Gastoquota Quartis. Quackis, okay. Gibt es spezielle Bücher, nach denen ihr sucht? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Cool. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Okay, ihr nehmt eure Arbeit aber sehr ernst. Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Ja. Eine wirklich beeindruckende Bibliothek. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher. Doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Okay, was habt ihr zu verkaufen? Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet. Ja. Ganz teuer.
Okay. Ja. Bis zum Gut. nächsten Mal. Jo, das Lernen macht ein bisschen müde. Tschüssi, tschüssi. Gut, also, wir wollen ja Zauber lernen. Wir müssen jetzt mal kurz irgendwo hingehen. Zauber lernen können. Also hier sind wir irgendwie oben. Ja. Ja, ganz oben ist ja noch ja, irgendwas gewesen. Gehen wir doch mal. Ich glaube, der rechte Turm ist uns. Dann gehen wir im linken Turm mal rein. Ja. Halle der Bekräftigung. Und reden mal mit den Magiern hier, ob sie einen Zauber haben. Oh, da schläft jemand. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch gar nicht bemerkt. Aha, und der hier ein Zimmer, hier ist Alchemie. Oh, geile Sachen. Nehmt jetzt mal noch nicht mit. Will ja nicht schon wieder rausgeschmissen werden. Würdet ihr sagen, die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Würdet ihr? Ja? Nein, ist nicht so legitim. Hm? Nicht wirklich. Ich verstehe. Nun, ich bin froh, dass wir das frühzeitig klären konnten. Und ich nicht Jahre oder Jahrzehnte später davon höre, wenn das Flüstern hinter meinem Rücken laut genug geworden ist. Oh. Gut, ihr werdet also wegen eurer Arbeit schlecht behandelt? Nun, nein, nicht wirklich. Nicht direkt, meine ich. Aber ich weiß, dass hinter meinem Rücken geredet wird. Gespräche verstummen, sobald ich einen Raum betrete. Ich weiß sehr wohl, was hier vor sich geht, und ich werde es mir nicht gefallen lassen. Okay, ich habe sie leider ein bisschen verwundet damit. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Ja, genau. Also, ich möchte gerne diese Zauberbücher. Ah, sie hat gar keins von diesem Mod. Ja, hier hat es einen. Okay, schade, ich hätte jetzt gedacht, es gibt noch einen Zauber oder so, der funktioniert. Aber sie brechen ja immer sofort die Beschwörung ab. Wird immer sofort wieder beschwört, wegbeschwört und ja. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. So, gut. Also gut. Ja, ja, also gut. Aha, ein Abstellraum. Ihr braucht etwas? Ja. Schade, dass es jetzt gerade wahrscheinlich Nacht ist. Oh, 4.18 Uhr am Morgen, okay. Ja? Okay, sie will nichts. Dann haben wir hier... Ist das er wieder? Haben wir jetzt einmal... Ja, wir haben einmal. Genau, also. Gehen wir nach unten. Jo, Erdgeschoss, glaube ich. Da haben wir jemanden. Ah, das ist er wieder. Ihr könnt mich sehen? Ah, das ist jemand anders, okay. Natürlich kann ich das. Verflixt! Ich war mir ziemlich sicher, dass ich unsichtbar bin. Oder wenigstens durchsichtig. Nein. Ja, kurz. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. Aberbrechen. So. Was sind die besten Illusionszauber? Oh je, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Unterschätzt niemals die Fähigkeit, andere zu beeinflussen. Ob Freund oder Feind. Fast alle sind anfällig für Illusionszauber. Sie können den Verlauf einer Schlacht im Handumdrehen verändern. Es gibt außerdem Zauber, mit denen man Konflikte gänzlich vermeiden kann. Die Unsichtbarkeit ist schwer zu meistern, dafür aber außergewöhnlich nützlich. Ja, kann ich vorstellen. Gibt es Akademieangelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Es gibt da eine Sache, bei der eure Fertigkeiten von Nutzen sein könnten. Die zahlreichen Fokuspunkte magischer Energien um die Akademie herum sind verunreinigt und müssen gesäubert werden.
In Ordnung, ich werde helfen. Gut. Mit diesen speziell verzauberten Handschuhen könnt ihr direkt in den Fokuspunkten nach den Energien suchen. Geht zu jedem der Fokuspunkte und beseitigt alle Unreinheiten, die ihr dort findet. Bringt mir die Handschuhe wieder, wenn ihr fertig seid. Okay. Bitte lasst äußerste Vorsicht walten. Diese Prozedur kann unerwünschte Nachwirkungen haben. Oh je. Also, wer braucht die Hilfe? Reinigt die Fokuspunkte mit den Handschuhen. Kommt wieder zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich dachte, ich hätte das unmissverständlich ausgedrückt. Nein, aber... Also gut. Steht da. So, und... Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als Hochmagier. Aber es gibt natürlich immer Platz für Verbesserungen. Könnt ihr mir ein paar Ratschläge zu den Zerstörungszaubern geben? Gewiss. Zerstörungszauber gibt es in verschiedenen Formen, die alle für verschiedene Zwecke zu gebrauchen sind. Konzentrationszauber sind schwächer, können aber sofort gewirkt werden. Praktisch, wenn man in der Klemme sitzt. Und kein solcher Verlust, wenn man einmal daneben trifft. Ihr müsst euch auch entscheiden, ob ihr euch nur auf eine einzige Art von Zaubern konzentrieren wollt. Eure Flammenzauber werden mächtiger, wenn ihr euch nur auf diese konzentriert. Aber damit seid ihr bei Gegnern, die gegen Feuer immun sind, in einer schwächeren Position. Okay. Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Ja, schon gut. Aha. Also, werft einen Blick darauf. Dann noch verkaufen, bitte. So, dann schauen wir mal. Verendungszauber auch noch, okay. Aha. Elementarleuchte. Erdrosseln. Wie? Jo, da gibt's jetzt auch nicht neue. Also wir müssen eventuell bei diesen Magiern der... Es war mir ein Vergnügen. Ja, danke. Der Jarls umschauen uns. Ja, werden wir auch dann machen. Und währenddessen reisen wir einfach kurz so ein bisschen durch die Gegend. Lasst es mich wissen, falls ihr Hilfe bei Beschwörungstechniken benötigt. Ja, gerne. Ich hätte und gerne. Führt eure Beschwörungen bitte nur auf dem Gelände der Akademie durch. Die Leute sollen nicht auch noch durch Atronachen in Aufruhr versetzt werden, die durch die Stadt streifen. Ja, das wäre cool. Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Ja, okay, aber Atronachen wären cool zum Spielen, zum Beschwören. Das Beschwören von Untoten ist nicht verpönt? Bei Sheon, nein. Diese veralteten Richtlinien starben mit der Magiergilde aus und fanden hier niemals Anwendung. Totenbeschwörung ist, wie jede andere Form der Magie auch, ein Werkzeug, das man einsetzen kann. Natürlich sehen Nicht-Magier das eventuell anders, also machen wir das nicht in der Öffentlichkeit. Aha. Gibt es viele Beschwörer außerhalb der Akademie? Nicht innerhalb der Gesellschaft. Viele, die in der Schule der Beschwörung praktizieren, machen dies allein und im Verborgenen. Falion ist der einzige, den ich kenne, der damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er war einst mein Lehrer, hat die Akademie aber vor Jahren verlassen. Weshalb hat Falion die Akademie verlassen? Er mochte den Erzmagier nicht. Er hasst es, sich mit ihm abzugeben. Und er hasste es, ihm Rede und Antwort zu stehen. Falion hasste, was aus diesem Ort wurde. Daher ging er. Aaron fand eine Notiz auf seinem Schreibtisch, mehr nicht. Okay. Soweit ich weiß, ließ er sich in Jalmarsch nieder, was jedoch zu Problemen führte. Jalmarsch, okay, weiß nicht, wo das ist. Könnt ihr mir etwas über Beschwörung beibringen? Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei, aber seid vorsichtig. Okay. Verkaufen? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. So, haben wir genügend Geld. Wo steht Geld? 375. Ja, also. Mal schauen. Oh, Feueratronach. Können wir uns leisten? Würde ich nehmen. Ja, die anderen können wir dann später. Okay, wenn wir viel Mana haben, sonst Zombies. Ich denke, ich tue mal Feueratronach nehmen. So.
Und können wir ihm etwas gut verkaufen? Diese Robe hier. Wir haben nur Kleidung an, also die Robe sollten wir noch nehmen. Und ja, die anderen Sachen können wir einfach noch lassen. Gut. Also gut. Ja, also gut. Ja, ja. Okay, dann sind wir hier fertig. Jetzt gehen wir einfach kurz raus und schauen uns dann die Quest an im nächsten Part. Jo, es wird langsam wieder Tag. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.